ehrlich zu sein, finde ich die Frage sehr schwer zu beantworten. Zum einen die wunderschöne Landschaft, die einzigartigen Weinbergshänge und dann auch im Tal der Fluss, der sich von Ort zu Ort schlängelt. Also was mich persönlich fasziniert, ist, welche Begeisterung die Mosel weckt bei Gästen, die uns besuchen. Ich bin ja hier in der Mosel aufgewachsen und kenne sie schon von klein auf. Und deswegen ist ja die Mosel für mich das Normalste auf der Welt. Aber wenn man sich zum Beispiel die Details genauer anschaut oder auch generell genauer hinschaut, dann sieht man zum Beispiel die verschiedensten Farben in der Natur. Jede Jahreszeit ist anders. Wie viele Menschen die Mosel lockt und mit welcher Erwartung die Gäste kommen. Ja, man kann immer wieder Neues entdecken hier, ob man jetzt mit dem Schiff fährt oder mit dem Fahrrad oder wandern geht. Auch der Zusammenhalt der Menschen bei Festen, in Vereinen oder bei anderen Projekten, der ist einfach ja, anders als bei anderen. Und hier in der Mosel sind alle eine Familie, jeder kennt jeden. Also ich selber habe die große Stadt kennengelernt und immer wieder das Gefühl Heimweh gehabt und bin immer wieder gerne am Wochenende an die Mosel zurück, um dann festzustellen, hier möchte ich leben. Und das ist so das eine. Man hat hier also Ruhe, also frische Luft, Natur, jeder kennt jeden. Und zum anderen natürlich der Wein. Die Vielfalt des Weines, diese Tradition, die immer wieder weitergegeben wird von Generation zu Generation. Und ja, das ist es, was mich an der Mosel so fasziniert.